Ihr könnt erkennen, wie sich der sternlose Himmel weiter zuzieht. Regnerische Wolken, die sich bilden, woher auch immer sie kommen, vielleicht direkt aus dem Wasser gesogen, als würde Effort mithelfen. Und dann seht ihr, wie die ersten Blitze einschlagen. Zunächst an die Oberfläche des Wassers und dann, als würden sie sich von der Frühlingsinsel im Norden ausbreiten in Richtung Süden. Ihr könnt in dem schimmrigen Blitzgewitter erkennen, wie dort der gigantisch große Baum der Piraniane steht, die Gezeitenspinne, die dort mit Abelmir als Zeugen das Wunder von Piraine bekommen hat, wie sie das Wasser aufsaugt und Effert und Torondra miteinander Hochzeit halten, nach Süden ziehen. Die Blitze, die immer wieder einschlagen, und ihr seht, wie sich mittlerweile auch das Ritual dort nicht nur auf der Oberfläche an dem Vulkankrater verändert hat, sondern auch wie die zahlreichen gigantischen Schiffe, die Plagenbringer, die Goldmorgentarantel und all die anderen Widerlichkeiten, Geisterschiffe oder auch Piraten, die normale Segel gehisst haben, Reißaus nehmen. Die Plagenbringer wird ihre Beine, die sie angewinkelt hat, leicht verändern. Die Röhren, die geformt worden sind, um das unheilige Wasser vom Strudel von Rulat aufzunehmen, werden wohl wieder verformt. Selbst bewegen kann sie sich nicht, aber ihr seht, wie Bewegungen in die Schiffe kommen und sie ihre Bemühungen, ihre Anstrengungen abbrechen. Die Paktierer derweil, die oben auf dem Vulkankrater sitzen, machen ungerührt weiter, so als wäre nichts geschehen. Aber die Schiffer dort unten, die setzen sich auf alle Fälle in Bewegung. Und während ihr zuseht, die Münder versucht geschlossen zu halten, könnt ihr wohl erkennen, wie sich etwas bewegt. Nicht nur dort draußen auf der Wasseroberfläche, der gewaltige Strudel und all die Schiffe und auch diese Kröte, die dort immer noch mit ihren Zehnhörnern aufragt, die letzten paar Streifen von der Matrix, die sie wohl mittlerweile zerrissen hat, nur noch zwei letzte Fäden, wobei gerade der letzte verbliebene Faden abgeschnitten wird. Da können die Kämpfer, die sich ein bisschen orientiert haben, zusammengestellt haben, könnt ihr wohl sehen, wie sich jetzt auch die Piraten, die ihr erschlagen habt, und die Priester ein weiteres Mal erheben. Seht, wie sie sich zusammenrappeln, ihre Knochen knacken und dann ihre Köpfe nach oben rucken. Ein unheiliges blaues Leuchten, was aus ihren Augen glimmt, und sie euch jeder nacheinander mustern. Selbst aus dem Brunnen könnt ihr ein Stöhnen hören. Und während ihr euch orientiert, versucht wieder so etwas wie eine geschlossene Reihe zu bilden, da kann Serpentilio direkt an der Küste die Schuppe sehen. Sie ist wohl irgendwann untergegangen, von den Fluten nach unten gezogen. Da steht plötzlich neben dir ein alter Mann mit einem weißen Spitzbart, lange Haare und ein langes blaues Zepter an seiner Seite. Du weißt nicht genau, woher er hergekommen ist, er steht plötzlich einfach neben dir. Du siehst Elomelusinias. Du hast gerufen. Und wir antworten. Serventilio hebt das eingebrannte Zeichen auf seiner Hand zum Gruße hoch, um sich auch als der auszuweisen, der, sorry, mit dem, ich will nicht sagen eine Vereinbarung, eine Übereinkunft getroffen wurde, sagen wir so. Ihr seid nicht der, den ich rief. Ihr rieft mich nicht. Euer Ruf wird dennoch beantwortet. Ihr hätten euch nicht diesen Schneid zugetraut. Zehn Hörner gegen zehn Hörner. Die Niederhöllen bewundern euch und diesen Kampf. Sie blicken Ich alle herab auf Hulat. brauche nicht eure Bewunderung, Dämon, nur euer Gehorsam. Du hast aber nicht mich beschworen. In der Tat. Also gebt mir den 10 Gehörnten frei, bevor ich noch länger an eurer Sphäre sauge. Er legt seine eine Hand ein bisschen halb in die Luft und klatscht mit der anderen darauf. Wie gesagt, nicht Hand in Hand, sondern dieses beifällige, wie auf einem Hof starte. Beo, Beo, Beo.
und damit zerläuft er, zerfließt wieder zu Wasser die schwarzen Klippen hinab und dann siehst du, wie direkt aus dem Strudel dort, wo eben die Schiffe in einem großen Kreis herumgewahren, jetzt 10 Oktopoden, 10 Tentakelarme nach oben steigen und die sich abgewendeten, fliehenden Schiffe packen. Du siehst, wie wohl einem der Gezeitenspinnen, einem der Dämonenschiffe, ein krebsartiges Wesen, was gerade versucht, auf seinen 8 Beinen seitlich auszuweichen, wird wohl eins der Spinnenbeine oder der Krebsbeine gepackt und das wird einfach festgehalten, während es irgendwie versucht, hilflos zu schnappen. Du siehst, wie die 4 Hörner verzweifelt sind. Dieser Daimonoide, der sich gegen die 10 Hörner des Meisters der Meere nicht erwehren kann. Und weiter schlagen diese Blitze ein auf der Oberfläche. Blitz um Blitz. Und mittlerweile ist das Gewitter auch so sehr nah herangezogen, dass die Schiffe und auch die Goldmorgen-Tarantel getroffen wird. All die anderen, die dort vor Anker liegen. Und während ihr das Ganze betrachtet, könnt ihr wohl sehen, wie sich aus der Südostflanke hinter der Insel Rulat selbst noch weitere Schiffe nähern. Sinneschärfeprobe bitte von euch, die ihr da die Aufmerksamkeit zumindest habt. Serpentilio, du kannst es dir leisten. Erschwerung wie viel durch das Wetter? Sulamin hat, nachdem sie die Arme nach oben gerissen hat und die Sturmleuen gerufen hat, auch eine Aufgabe abgeschlossen. Deine Säbel sind noch an deiner Seite. Und du hast den Blick frei. Nicht nur für dein eigenes Gewitter, nicht nur für die gewaltigen Oktopoden-Tentakel, sondern auch für die Schiffe. Du kannst sie erkennen und siehst nicht nur die Seeadler von Beilung, die auf ihrem Rammsporn zurast, sondern auch die Stern von Beilung. Du siehst die geblähten Windsegel von der Sulman al-Nasori und eine kleine Flotte aus sicherlich 20 Schiffen. Bornländer, Beilunker, die jetzt gerade auf diesen großen Ritualkreis den Strudel von Rulat zuhalten. Ja, Sulamin sieht all das und rennt dann um das Haus herum zu Rafim. Rafim, wir müssen die Blutopfer holen. Naja, wir müssen erstmal die Priesterwichser da hinten töten. Das auch! Diamantis, habt ihr nachgeladen? Aber natürlich, aber scheiße, die stehen alle wieder auf. Ja, ich würde beifällig mit meinem Pylos in diesen Priester hier neben mir schlagen. Okay, die untoten Wasserleichen kämpfen auf der Initiative. Ich ziehe sie runter von der 25 auf die 8. Okay, möchte ich vorziehen und sie angreifen. Okay, ja, wie gesagt, Kampfrunde 1, 8 fängt an, Rafim zieht vor. Ich gebe ihn. Obwohl, ich weiß ja, ich habe mehr Ini als sie. Was wollen sie denn tun? Du siehst, dass jetzt die Piraten im Inneren, auch die Gefressenen von Mira teilweise, oder 1, 2, 3, 4 im Inneren und 1, 2, die davor liegen, die greifen euch an. Der andere ist immer noch sterbend, der ist nicht tot. Es sind also 6 Gegner und die greifen euch jetzt an mit den Waffen, die sie haben. Also die werden nicht parieren, die werden nur noch angreifen. Okay, das ist, was ich hören wollte. Dann kriegt der Mann erstmal einen 6er Wuchtschlag. Oh, Gott sei Dank. Dann kannst du Schaden machen. Wie gesagt, parieren tun sie nicht. 26 ins Bein. Ja, dann machst du 26 Schaden ins Bein. Sie ignorieren Wunden. Ist halt das Bein, was jetzt abspringt. Nächste Aktion von dir. Stimmt, ich kann ja sogar zweimal vor die vorziehen. Ja, ich greife die natürlich nochmal an. 4er Schwern, deswegen Umwandlung. Also mache ich nur noch 2er Wuchtschlag, also gleicher Schwern ist wie vorher. Damage mehr. 25 in den Arm. Schildarm allerdings. Also wenn er eine Waffe in der Hand hat, kann er die noch in der Hand haben. Ja, das ist diese hier. Dann fällt auch dieser Untote jetzt zu schwarzem Brackwasser zusammen und ist ein zweites Mal gestorben. Dann die 8. Ich habe... Einer greift Mendarion an.
Dieser hier greift mich. Ja, nein, ich zieh vor. Ich würfel erstmal meine Inni neu. Ja, ich bin mir relativ sicher, wenn da irgendwie Reinsalan rasiert ist, dass der nicht unbedingt mitbekommt, was hier vor sich geht. Also, Diamantas hat natürlich an Mentarion gedacht. Ich wollte das auch direkt ansprechen. Hier mit ein paar freien Aktionen. Abelmir zum Elfen. Und er würde dann direkt lossprinten. Ich kann meine Inni gleich würfeln, aber ich bin auf jeden Fall über der 8. Ja, du bist auch zweimal über der 8, sodass du dann diesen Passierschlag... Doch, du kriegst einen Passierschlag. Das ich krieg einen Passierschlag. Das ist zwar nicht viel, aber 1. Ganz egal. Also ich springe hier auch hin. Die kannst du nochmal umpositionieren. Oh. Ja, Unglück. Na, mach den Schaden. Warte, der steht da und der steht da. Der andere kann nicht mit der 1. Ich bestätige das einfach mal gerade. Ist nicht bestätigt, weil der plus 8. Dann macht der 1W6 plus 3. Sind 9. Ich würde dir meinen Schicksalspunkt geben wollen, wenn du mir zugestehst, dass ich eben in der kurzen Pause meinen Heiltrank getrunken habe. Denn das habe ich total vergessen. Ich bin auf 12 LEP. Für einen Schicksalspunkt? Richtig. Ja, für einen Schicksalspunkt darfst du das. Ich hätte mal kurz eine Zwischenfrage. Sind schon 21 Kampfrunden vergangen oder zeitlich? Achso, warte mal. 5 Minuten nach dem Kampf. Okay, dann ist der Axelardus weg. Insofern bin ich bei der 21 wieder in die Sicht. Dann steigst du wieder nach abwärts. Dann bekommt Diamantis trotzdem 9 TP. Ja, ich würfel meine Trefferzone. Krass. Das ist der Arm. Und ich denke, sind bei direkt Erhobenen auch Krankheitswurf fällig, also Konstitutionswurf? Ja, mach mal. Also du siehst auf alle Fälle, dass ein schwarzer Fingernagel jetzt gerade abgebrochen ist und in deiner Haut steckt. Beim nach dir krallen. Vor allem ist der so ein dreckiges Brackwasser gefallen, also bei dem ist auf alle Fälle Krankheiten dran. Okay. Leider ist... 10. Das äußert sich aber noch nicht direkt, ne? Ja, ich glaube, das wird später erst relevant und das schauen wir uns dann später an. Das machen wir später. Ja, ich vermisse meine Konstitution durch den Gurgelum, muss ich sagen. Ja, dann hättest du es natürlich geschafft. So, ich muss gerade mal schauen. Das war deine Aktion, du willst vorziehen. Richtig. Ich bin hierher gesprintet. Und jetzt kann ich zwar... fertig. Dann bin ich fertig. Ich kann auch gar nicht. Ich habe nur noch freie Aktionen. Also ich kann vielleicht frei ausweichen, aber lieber treffen sie mich als den da. Dann mache ich dann denkst du, dass das ist okay. Dann mache ich eine Aktion Position und dann kann ich auch zweimal nach dir krallen. Einmal. Nee, eine Aktion Position und. Ja, dann können sie noch einmal angreifen. Oder? Ja, genau. Ja, ich sehe da einmal. Ach so, vier. Sorry. Ja, dann habe ich das verstanden. Du hast noch einmal trifft. Haben die einen Angriffswert von 18? Von 15. Die 14. Ja, aber Schwert ist voll bewegt. Aktion, Position und dann bekommen die eine plus 4 auf ihren Angriff. Ja, die auch. Ich weiß nicht, warum das für die nicht zählen würde. Weil sie Untote sind. Passt, na gut. Aber sie krallen zumindest nach dir und bleibt in der Rüstung stecken. Dann bewegen sich die anderen beiden durch das Fenster hindurch und auf Zunami in den Rücken. Da muss ich gern vorziehen. Was ich glaube, Zulami kann da auch vorziehen. Warte. Also das ist die 8 Aktion Position und ich kann noch einmal in den Rücken angreifen. Wo ist der? Das sind also diese. Der liegt quasi zwei direkt vor mir, oder? Ja, die sind hier gerade gestorben. Der eine, dem fehlt auch noch seine Augenhöhle. Der kann dich wohl trotzdem wahrnehmen und sehen. Und die sind in deinem Rücken. Warum? Ich guck doch Rafim an. Ja, Rafim steht da. Dann sind sie auf meiner Seite, ja, nicht in meinem Rücken. Ja, dann sind sie hinter deiner Seite, gut. So, aber mir wurde vorziehen. Ja, ich würde mich dann vor Sunamin stellen, dass sie uns einen sozusagen und tot, die gegen sich hat und den angreifen. Und dann. Angriff. Ja. Hochschlag plus 5. Denk dran, du kriegst die 4er Erschwernis wegen Bewegung. Also dann hast du jetzt eine 9er Erschwernis. Ich weiß nicht, ob du das machen willst. Ach so, okay. Dann normalen Angriff nur. Plus viel. Das wäre geschafft. Oh, das hätte sogar auch gereicht. Tja. Dann macht den Schaden. Sie parieren nicht, sie hauen nur drauf. Wenn. Ja, nee, mach weiter.
Ja, 12. Alles gut. Reicht nicht. 12 TP sind notiert. Zulami dürfte vorziehen. Ist aber mir durch. Einmal bewegen, einmal angreifen, oder? Ja. Und beide stehen noch, aber du hast einen verwundert. Genau, den, der vor mir steht. Toter hat wieder neue Lebenspunkte. Okay, ich greife einmal an und zwar mit einem 5er Wuchtschlag. Das ist eine plus 6, weil ich jetzt entrückt bin. Aha. Ja, trifft. Ja, aber Schaden. Parieren nicht. Parieren nicht. Du machst 3er Schaden, ne? 13, ja. 13. Das ist, ist jetzt nicht so berauschend. Und sie wollen immer noch beide mich angreifen? Ja, warum nicht? Nächste Runde greifen sie dann Abel mir an, aber diese Runde greifen sie beide dich an. Ja, okay, dann pariere ich diese Runde. Gut. Diamantis ist auch schon fertig. Dann bekommst du jetzt nur noch 2 Angriffe auf die 15. Aber auch sie haben sich bewegt und damit ist das auch mit der 14 nicht getroffen und die Krallenhände krallen an dir vorbei, du tauchst unter durch. Nächste Kampfrunde. Stopp! Ich kann fröhlich umwandeln, das heißt, dann kann ich jetzt noch meine 2 Angriffe hinterher schmeißen. Ja, stimmt. Gut, dann gleiches Spiel nochmal. Das reicht nicht. Und dann baue ich die Erschwernis mit dem letzten Schlag wieder ab. Das ist dann die Hälfte, oder? Plus 3? Glaube ich, voll, ja. Oder? Nicht nur ein Viertel oder sowas bei dir? Mach einfach mal einen Angriff. Nee, bei ihr ist das halbiert. Genau, das kommt aus dem Klingentänzer, denke ich. So ist es. Ja, ist wieder abgebaut und getroffen und dann Schaden. Schaden auf dein mit der 13. 13, kein Wuchtschlag drin. 13 sind 26. Gut. Nächste Kampfrunde. Meine Leichen sind dran. Ich fange einfach mal oben an bei Diamantis. Diamantis, nach dir wird 4-mal gekrallt. Also, die wollen offensiv umwandeln. Machen sie, ja klar. Die haben keinen Sinn mehr, ihr Leben zu erhalten. Okay, großartig. Dann mache ich das auch und ich ziehe vor. Ich greife beide einmal an. Ich habe noch keine Waffe in der Hand, deswegen trete ich zu. Ich mache 2-mal Fußfeger. Für die Doppel 20. Ja, und gebe eine zusätzliche 5er Erschwernis zur Gewandtheit beim ersten. Ah, ne, beim ersten 6er Erschwernis zur Gewandtheit. Und beim zweiten dann eine 4er. Fußfeger? Fußfeger, genau. Da dürfen sie jetzt eine KK-Probe? Die dürfen eine Gewandtheitsprobe machen. Einer darf eine Gewandtheitsprobe machen, der zweite ist misslungen. 12. Untote, boah, Gewandtheit. Ja, vor allem Gewandtheit plus 6, der wird keine Gewandtheit von 18 haben, das heißt, der liegt jetzt erstmal. Zustand. Und noch mehr Zustände geht nicht. Liegen, 2 Wunden tot, kriechend. Du hast bei Steinhardt und Schlafen vergessen, die gingen noch. Ja, dann liegt er am Boden und den anderen hast du nicht? Den anderen habe ich nicht, der darf seine beiden Angriffe fröhlich durchmachen. Gut, macht er 2 Angriffe. 13 getroffen und 8 umgewandelt auch. Das sind sagenhafte 7 TP und 4 TP. Immerhin kriege ich einen Helden tot. Und wer? Ich. Wo stirbt hier ein Held? Ich habe auch ein paar Asse im Ärmel. Ich habe einen Sugar Daddy. Gut. Das ist auch ein Helden tot auf Raten. Also, tot auf Raten. Ich gehe mal davon aus, dass ihr die 3 hier vor mir macht und dann vorzieht oder sowas. Beziehungsweise, genau. Ich glaube nicht, dass wir es jetzt auch weiter auswürfeln müssen. Das kriegt ihr im Prinzip hin. Gerade wenn dann Mira noch kommt. Ja, also wir mähen die nieder und Zulamin meinst du schnaufend. Danke, Abelmir. Ich war noch ganz. Ich habe sie gar nicht gesehen.
Wir müssen uns um die anderen noch kümmern, die anderen Paktierer vorne. Wo ist der verdammte Elf? Der spielt die Harfe, oder? Nö, noch nicht. Ja, das merkt Sulamin auch gerade. Wir sollten nach ihm sehen. Und ich glaube, sie muss sich mal kurz orientieren. Ja, schauen wir mal. Diamantes. Ja, alles in Ordnung. Scheiße, einer dieser Mistviecher hat mich erwischt, aber wird schon. Ja, Sulamin, hier ist dieser Elf, den du suchst. Was ist denn los? Warum spielst du nicht? Mandarion. Meister, klär mich über die Situation ab. Warum spiele ich nicht? Hast du deine Unitatio-Probe gewürfelt? Nein, ich wusste nicht, dass es required wäre. Sorry. Das ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich hatte auch noch nicht irgendwie gehört, dass du dich hinsetzt und spielst. Das wiederum hatten wir gesagt. Wir haben ja noch über. Aber sicher, du kannst ein Unitatio kriegen. Du hattest eben auch gesagt, dass du nichts machst und Diamantas muss dich verteidigen, das stimmt. Ich hatte nur die Unitatio-Probe nicht gesehen. Und die haben wir noch nicht. Ich kann mir Zeit lassen, oder? Aber mir, wie lange dauert Unitatio? 5 Minuten. Dann kann ich mir keine Zeit lassen. Ich glaube, Slovenia. Ja, dann. Ich glaube, ja. Der Elf geht da einfach ganz anders ran als. Vorsitzen und einen Spruch zu wirken, der muss sich erstmal mit dem Instrument vertraut machen, deswegen dauert das ein bisschen. Ja, das während ist in der Tat richtig. Du hast recht. 30 Aktionen dauert die Aktion, also die Zauberdauer. Das ist sowieso so lange, wie die draußen gesessen hatten. Also der Ventilator hat ja auch 80 Aktionen zugegangen, also können wir die Zauberzeit lassen, das geht. Während der Sturm 5 Minuten, also passt schon. Ja, das klappt. Was brauchst du? Aber es geht. Bei 11 ist auch minus 4? Du hast recht, wäre nur minus 3. Vielleicht zum Glück immer noch. Noch, ja. Kann das Schippe, die Schippe einsetzen wie 20, oder? Ja, was reicht dir? Achso, okay. Ja, so könnt ihr euch gruppieren um den Elfen herum. Kreist ihn ein, damit er nicht weiter angegriffen wird von weiteren Untoten oder von anderen Schadensdingen, die da auf ihn zukommen mögen. Und so könnt ihr sehen, wie eure Gewänder weiter beginnen zu flattern, der Wind nimmt weiter zu, die Blitze schlagen weiter auf das Zentrum des Strudels ein und dann gibt es einen letzten Riss und die Kröte ist frei. Ihr könnt sehen, wie sie sich gemächlich und behäbig mit weiterem Zittern des Bodens von dem Vulkankrater erhebt und mit einem einzigen Sprung in der tiefblauen See versinkt. Nicht, wenn ich irgendwas damit zu sagen habe. Was möchtest du tun? Weil der Mann schuldet mir Dienste. Ventilus steht als winzig kleine Figur, ich glaube, wenn man Junao weit draußen auf dem Meer betrachtet. Und er ruft zwar trotzdem in den Sturm hinaus, aber es ist mehr die blanke Kraft des Willens, die den Befehl ans Ziel bringt. Sie, Zehngehunter! In dieser Sphäre bin ich dein Herr und Meister! Sieh und gehorche! Dann schwenkt er den Stab einmal auf die Kröte. Jetzt vermutlich gerade irgendwie springen ins Meer hilft nicht. Sieh! Erkenne und vernichte deinen Feind! Und wir beherrschen ihn. Ich könnte jetzt all die Boni aufrechnen, aber ich Spaß mehr. Beherrscht Iona Hoch, den 10-gehörnten Meister der Tiefe. Für den Herzlichen Moment. Herzlichen Glückwunsch! Für den Moment. Währenddessen du an der Klippe stehst, deine schwarze Kleidung flattert im Wind, du musst noch so ein bisschen dein Zaubererhut festhalten, damit er dir nicht vom Kopf runterweht. Kannst du hören, wie die Seeadler, die Stirn von Beilung und auch die Sulman ihre Geschütze entladen, feuern und feuern und feuern und auch die anderen Schiffe, die abgedreht sind, sich den Tentakeln von den Oktopoden abgewendet haben vor Yonaho. Fliehen, wenn man das denn sagen kann. Versuchen, das Gegenfeuer zu öffnen. Ihr könnt erkennen, wie zahlreiche große Fledermäuse oder Chimären von der Plagenbringer aufsteigen. Eigene Geschützfeuer, was jetzt eröffnet wird auf die dahin eilenden Schiffe der Bornländer, der Beilunker, die restlichen verbliebenen Teile, die sie wohl irgendwie zusammengesammelt haben, die Goldmorgentarantel taucht unter und flieht unter die Fluten, so wie sie es immer tut, feige wie sie ist, und weitere Blitze, die einschlagen.
Während zwei, drei, vier Tentakel die Schiffe zerquetscht haben oder wie Spielzeuge herumgewirbelt haben, wohl jetzt abdrehen und bis dann unter Wasser ein mächtiges Geblubber gibt. Blasen, die aufsteigen, weitere Wellen, die zusätzlich zu dem Meer jetzt gegen die Klippen brannten und hoch und höher werden. Und währenddessen erklingt die Melodie des Elfen, die Harfe, wie sie spielt. Das Netz ist bereits zerrissen, die Kröte ist frei, wohl im offenen Kampf gegen den anderen 10 Gehörnten. Wer sich als stärker erweist, wird die Zeit zeigen. Oder die Geschichten der Barden. Aber zu eurem Erstaunen schließt sich nicht ein weiteres Netz um, wo Kraugs die unsterbliche Leichmutter, sondern ihr seht, wie ein weiteres Unheiligtum versiegt und der Strudel von Charybdoroth kleiner und kleiner und kleiner wird, während die Melodie des Elfen lauter und lauter und lauter wird und der Strudel versiegt.